1.2. Rechnen Sie die Gleichung der Geraden g und zeichnen Sie diese in das Koordinatensystem zu 1.1 ein. Ja, dafür brauchen wir die Angaben aus der 1.0 erstmal wieder. Die sind jetzt hier schon markiert. Die Gerade g ist festgelegt durch die Punkte a, minus 1, minus 3 und d, 12,35. Diese beiden Punkte brauchen wir jetzt. Die schreibe ich mir jetzt unten nochmal auf, damit ich nicht dauernd hochfahren muss. Also a ist minus 1, minus 3 und dann gibt es einen Punkt d mit, wo war der, 12, 3,5. So, wir müssen jetzt die Geradengleichung aufstellen, die von der Geraden, die durch diese beiden Punkte geht. Da hilft uns natürlich die Formelsammlung, weil da alle nötigen Formeln drinnen stehen, und zwar auf der Seite 12. Da haben wir zuerst mal die allgemeine Gleichung von Geraden, als y ist gleich m mal x plus t. Und für die Geradengleichung brauchen wir jetzt natürlich die Steigung m sowie den y-Achsenabschnitt t. Gehen wir erst auf das m. Dieses m lässt sich berechnen, wenn wir zwei Punkte kennen, was in dem Fall der Fall ist. Und zwar unter Steigung finden wir die Punktsteigungsform. Die da erstmal allgemein heißt, m ist gleich y von b minus y von a geteilt durch x von b minus x von a. So, hier ist die Zahl von einem Punkt b ausgegangen. Unser zweiter Punkt heißt jetzt hier d, also heißt für uns yd minus ya ist gleich xd minus x von a. Also wie die Punkte heißen, ist eigentlich egal. Ich fange auch immer mit dem Punkt an, der bei der rechts liegt, das heißt, der die höhere x-Koordinate hat. Das wäre in dem Fall der Punkt d. Also lässt sich die Steigung m wie folgt berechnen. M ist gleich y von b, also die y-Koordinate von b, ja, in dem Fall y von d, 3,5, minus die y-Koordinate von a, also minus, minus 3, geteilt durch die x-Koordinate von d, minus die x-Koordinate von a. So, Minusklammern können wir dadurch auflösen, indem wir das Vorzeichen der Zahl in der Klammer umdrehen und das andere Minuszeichen und die Klammern weglassen. Das heißt, aus Minus, also hier Minus, minus 3 wird ein plus 3. Das gleiche Nenner, 12 und jetzt Minus, minus 1 sind plus 1. Und das sind dann gleich 6,5 geteilt durch 13 und es wäre 0,5. Also unsere Steigung m ist 0,5. So, jetzt brauchen wir noch den y-Achsenabschnitt t. Wenn m bekannt ist, brauchen wir jetzt einen der beiden Punkte, um t zu berechnen. Wie wir ja wissen, jeder Punkt hat zwei Koordinaten, eine x- und eine y-Koordinate. Und dann nehmen wir jetzt diesen Punkt und setzen für x die x-Koordinate ein und für y die y-Koordinate. Ob wir jetzt a oder d nehmen, ist in dem Fall egal. Ich nehme a, weil da die kleineren Zahlen drin sind. Also y, das wäre minus 3, ist gleich für m jetzt die 0,5 mal jetzt die x-Koordinate minus 1 plus t. So, diese Gleichung löse ich jetzt nach t auf. 0,5 mal minus 1 sind minus 0,5 plus t. Und jetzt will ich, dass t alleine steht, also addiere ich, das heißt, ich schaffe diese minus 0,5 auf die andere Seite mit plus 0,5. Minus 3 plus 0,5 sind minus 2,5. Also ist t minus 2,5. So, und jetzt setze ich dieses m und dieses t einmal in meine Geradengleichung ein. Y ist gleich 0,5 mal x minus 2,5. So,
Diese Gerade muss ich jetzt natürlich noch in das Koordinatensystem einzeichnen. Das steht hier und zeichnen Sie in das Koordinatensystem zu 1.1 ein. So, das geht sehr schnell. Entweder man kann es hier schon aus der Gleichung rauslesen oder aber man tippt es in den Taschenrechner ein und sucht sich über die Tabellenfunktion zwei Werte, also GTR Table zum Beispiel. Aber im Prinzip kennen wir schon zwei Werte. Einer steht nämlich hier, minus 1, minus 3. Und der zweite steht im Prinzip hier, weil hier ja der Y-Achsenabschnitt ist, das heißt der Schnittpunkt mit der Y-Achse, der ist also auch schon gegeben. Also gehen wir hoch und zeichnen ein, minus 1, minus 3, haben wir hier den Punkt A und 0, minus 2,5 ist der Punkt D. Und durch diese beiden Punkte zeichnen wir jetzt die Gerade. Mal gucken, wie genau ich das mit dem PC hinbekomme. Das ist jetzt meine Gerade G. Und damit wäre die Aufgabe gelöst.